Tudo, ó. Was gut behält man? Na dann. Walk of Shame, ja. The Walk of Shame. Die Unis sind so krass. Ja, die sind richtig derbe, oder? Also, komm da gar nicht drauf klar. Lass dich wieder ankacken hier, ne? So wie immer, genau. Muss ja über die Dächer auf jeden Fall. Komm, mach nochmal ein, komm. Er gibt schon, pass auf. Das ist Fabian sein. Das ist. Ja, ich. Dir platzen gleich die Augen vor Wut, oder? Was ist los, Ian? Du hast es auch gerade mit der Axt nochmal versucht, ne? Ja, war eine tolle Idee. Ach, unsere ganzen Seelen sind jetzt weg. Ja, ich dachte, die Axt funktioniert. Trottel! Ist egal. Ich muss mich kurz abwägen. Soll ich Musik einspielen oder so? Ist schon gut. Busa. Immer mit der Ruhe. Ja, ich bin ja ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Ich kann mit dem Stein beworfen. Ich kann mit dem Stein beworfen, habe ich gesagt. Wird es Saal. Bewohnertöter. Bringt das kaum was, ne? Nee. Maximale Vertrautheit erreicht, okay? Und das bringt mir jetzt was? Wo? Hm? Irgendwo war da gerade. Ich habe gerade gepult. Zack. Das ist eine geile Fähigkeit, weil. Wenn der dann außer Atem ist, kriegt man den sofort mit dem Stab weg. Das ist sehr, sehr schön. Maka! Oh, keine. So. Trinkchen nehmen. Killen, glaube ich, ne? Sonst kann der mir auch in der Quere kommen. Hm. Ja, musst du. So, was ich mal ausprobieren will, ist. Cedric wird jetzt. Cedric wird jetzt wieder sagen. Jetzt seid schon langsam, Joe. But I don't give a fuck. Nein, sag doch, dass die Stamina weg ist! Oh. Oh.
Soll ich das sagen? Ah, die Brandbomben! Das war souverän. Wie der einen Fick auf Kisten gibt, auf jeden Fall, ey. Alter Schwede. Also, mit diesem einen Schlag war das schon ganz angenehm, weil der hat ordentlich abgezogen, ne? Das war echt gut, ja. Wer läuft denn auch durch Feuer? Wo habe ich gepult? Ja. Hä? Wie lange brenne ich denn jetzt? Ah, jetzt nicht mehr. Toll. Super, ey. Kriege ich jetzt wieder Elixiere her? Bitte. Findest du, sieht es insgesamt aus? Also von der Grafik? Von der Grafik hatte ich gestern auch schon erwähnt, finde ich es ein bisschen schlechter als Bloodborne. Bloodborne war, weiß nicht, das Gesamtbild war einfach deutlich besser. Es ist jetzt nicht schlecht hier, aber auch nicht. Aber auch nicht richtig toll, ne? Nee. Also, er kann jetzt auch natürlich an der Location liegen. Aber jetzt so umhauen tut mich die Grafik jetzt nicht. Was mich jetzt gerade nervt ist. Ja. Ach, durch maximale Vertrautheit gibt es nochmal einen Angriffsbonus. Das ist gut zu wissen. Dass wir keine Heilung mehr haben, das nervt mich jetzt am meisten. Oh, wir haben. Oh, zack. Oh. Das sieht doch gut aus. Wir haben quasi eine Lederrüstung gekriegt, damit wären wir wieder schneller, oder Cedric? Und einen Anhänger haben wir einen neuen. Sehr schön. Ja. Was mich jetzt nervt, wir haben nichts mehr zum Heilen und ich bin fast down. Ja. Möchtest du zum Schrein zurück? Wollen wir einfach zum Schrein zurückgehen und du fängst ja gleich wieder an? Nein. Warum denn nicht? Du spielst doch gerade. Aber das ist ja dumm, wenn ich jetzt die ganze Zeit spiele. Dann. Boah, ich glaube nicht. Das ist schon okay. Nein, Twitch kackt nicht ab. Versucht es weiter. Irgendwann, wenn wir es weiter versuchen. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo uns Twitch mehr Ressourcen zur Verfügung stellt. Wir müssen nur geduldig sein. Bloodborne hatte bessere Gloom-Szenen, also eine fette Beleuchtung mit dem Mond und allem. Okay, ja, das kann sein. Das war auch, wie du schon gestern gesagt hattest, mehr detailverliebt. Verliebter, glaube ich. So, eben schnell verkaufen für Amrita. Ich glaube aber, die Zuschauer wollen dich spielen sehen. Das glaube ich, außer über was zu lachen haben, dann vielleicht ja. Nö. Ich muss nochmal ein bisschen zu Hause üben, glaube ich, bevor ich das nächste Mal herkomme. Damit es nicht ganz so peinlich wird. Ja. Okay. Also, es ist nicht. Du hast vollkommen recht. Es ist nicht peinlich für mich dann. So, noch einmal in Stärke hier? Oder? Ja, würde ich sagen. Eine Stärke, finde ich gut. Zack. Zack. Hast du einen Punkt für deine Axt, die du vergeben kannst?
Fähigkeiten Anpassung, okay. Ah, okay, warte mal. Axt. Ah, das ist ja auch krass. Das ist ja sehr umfangreich dann. Ja, egal. Ich glaube, wir haben. Ja, 4 Punkte haben wir. Da geht bestimmt was. Irgendwas können wir bestimmt. Okay, schleudest ihn dann zurück. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Das erlernen wir jetzt einfach mal. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Lohnt sich der eine? Okay, verstehe. Ja, verstehe. Jetzt haben wir aber 6 Elixiere. Das ist eine ganz gute Grundlage. Ja, du. Alles gut. Warum willst du denn? Du schaffst doch gleich und dann bin ich wieder dran. Ja, komm, gib mir. Egal. Guck mal, wir haben jetzt 2 Monster da. Oh. Oh, oh. Ja, gut. Vielleicht bin ich sowieso gleich dran. Was? Vielleicht bin ich ja jetzt eh gleich dran. Wahrscheinlich, ja. Wenn ich so weitermache, so irre. Ja, dann weißt du denn, wo wir hin müssen? Also über die Dächer, klar. Ja, das gibt wahrscheinlich nur einen Weg. War das jetzt Absicht oder? Sah das nach Absicht aus? Nein, es war definitiv keine Absicht. Ich wollte diesen. Ja, du wolltest. Ich hatte eine hohe Haltung, ist wahrscheinlich. Noch, ja. Ach ja, du hattest noch. Das war auch mein Problem die ganze Zeit. Jetzt haben wir es doch. Scheiß hohe Haltung. Nimm das Katana doch gleich wieder. Ja, Mario. So. Ja, eins genau. Und das Katana. Und wie ist es so, wenn die Menschen zuschauen? Wir haben übrigens gerade 12 Zuschauer. So viele. Ja. Müsstest du denen gerne was sagen? Kann eigentlich besser Videospiele spielen. No, he can't. Eigentlich kann ich es besser. Nein, kann er nicht. Er lügt. Kann er nicht, nein. Das ist das Beste, was er hat. Das ist sogar sein bester Tag, seit ich ihn kenne. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Nee, möchtest du ihm irgendwas sagen? Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. For your support. Vielen, vielen Dank. Oh, ich überfasche mir das Kabel hier. So, vielleicht muss ich auch mal ein bisschen weniger einfach nur draufhauen und auch mal zentrieren, mit dem rechten Stick rein. Auch mal zentrieren. Ja, zentrieren hilft. Choc Güzel, Alter. Hey. Okay. Ja, wie ist es? Nicht anders als alleine. Man achtet da ja gar nicht drauf. Oder achtest du drauf, dass dir jemand zuguckt? Wenn man will, ja, weiß nicht. Man will dich ja auch unterhalten, ne? Also man, stimmt. Da muss man halt dann auch drauf achten, wenn man da sitzt wie so ein Toastbrot und dann. Ja, gut, das ist vielleicht nicht so gut. Das versuche ich irgendwie noch zu lernen. Wie kann man das unterhalten, ne? Tja, aber das gelingt dir im Alltag ja auch nicht rufen. Ja, genau. Doch. Wenn ich über meine eigenen Füße stolper, dann höchstens. Nein, ich finde, du machst das sehr gut. Also, ich finde noch nicht. Man muss ja immer besser werden. Ne? Weil, meine Güte, wie lange machst du es jetzt? Ja, noch nicht so lange, ne? Ich geh von nur die Seelen haben! Machst du es gerade extra? Ja, ich wollte nur die Seelen einsammeln. Und wir haben Klugscheißer im Chat. Oh oh. Besser wie du. Das heißt alt. Okay. Habe ich wie gesagt? Kann sein. Oh, vielleicht habe ich das auch gesagt. Aber. Honestly, I don't give a fuck.
Ja, so eine Gegner sind wirklich deutlich besser mit der Axt. Also. Ja. Und du spielst richtig. Hau ihn um! Hau ihn um! Oh, jetzt ran, ran, ja, ran. Für spät. Alles gut. Oh. Warum sind die eigentlich so schwer? Ich verstehe das nicht, ne? Also warum. Ist ich auch nicht. Gordon, immer dranbleiben. Immer weiter versuchen. Hey. Wieso, was ist denn mit Twitch? Ja, ich bin. An so Tagen wie heute, das Stream, das sind so die Haupttage von den Streamern. Ja. Und die kleinen Streamer haben dann ziemliche Probleme, weil die Ressourcen natürlich für die großen, weil damit verdient Twitch dann auch ihr Geld. Ne? Das ist die, meine Theorie. Und das ist jetzt halt der Fall. Bei vielen spackt das halt rum. Das ist plausibel, die Theorie. Ja. Das haben wir an Tagen, so was wie Montag, Mittwoch. Ja, haben wir das überhaupt nicht. Oder Mittag, wenn wir Mittag streamen. Aber so, die Tage jetzt hier, ist schon. Also sollten wir nicht Samstagabend machen. Doch, das geht komischerweise. Ja? Ja, das sind nicht die Haupt-Streamtage. Ist in der Tat. Es ist wirklich. Freitag ist noch schlimm, weil Gronkh zum Beispiel da streamt. Der hat ja 3000 Zuschauer oder was? Ja, der hat bei. Das habe ich neulich gesehen bei YouTube. 4,5 Millionen hier Follower, weißt du, wie heißt das? Subscriber, ja, also ja, genau. Abonnenten, so. Abonnenten, richtig. Muss man eben Jenny und Angelo tadeln? Oh, oh, warum? Weil bei denen wohl der Stream hängt und deswegen nicht dabei sind und dann auch keine Ecken sammeln können, ne? 30.000 Zuschauer, Entschuldigung. 30.000 hatte Kong sogar. Ist aber schon sehr weit gekommen, ne? Was ist ein Dings gewesen? Wir sind alle überrascht. hier hoch, ne? Oder wo? Ja, ich glaube hier hoch. Ja, du musst doch hoch, genau. Über die Dächer. Ja, vielen Dank. Ja, Sören hat den Weg auch hierher gefunden. Vielen, vielen Dank. Ja, Sören. Danke. Das ist schön. Das freut uns sehr. Ich glaube, ich muss mal so eine Vier-Mann-Vier-Ecken-Gruppe machen, damit ich nicht immer jeden Einzelnen schreiben muss. Sondern dann lade ich demnächst einfach alle ein, die potenzielle Vier-Mann-Vier-Ecken-Supporter sind. Ja? Dann schreibe ich da einmal rein und sage, hier, zuschauen, laufen lassen. Okay. Das war ein Trick, oder? Das sollte so sein. Bei den anderen kannst du. Ja, mach du mal die Kiste kaputt, das ist schon. Der wollte gerade was tun. Sehr, sehr genau, das war gut. Aber sehr gut. Das so machen gut. Das war gut. Sehr, sehr gut. Ruben ist zufrieden. Ich bin immer zufrieden. Erklär mir das mal mit den Ecken. Bitte? Erklär mir das mal mit den Ecken. Das hab ich also, es gibt pro, also wenn du den Stream anmachst, kriegst du Punkte. Die ja. Nennen wir Ecken. Ja, ja, okay. Und für jede zugeschaute Minute kriegst du Ecken. So. Okay. Oder alle 5 Minuten Ecken sogar. Ja. Ja, und damit kann man dann halt, weil ich mache ja diese Lootboxen, also kennst du Lootboxen? Lootchips? Ja, ja, okay. Da habe ich jetzt. Nein! Schon wieder. Oh, auch noch der Schwere. Raus, 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 raus. Hier ist eine Sackgasse. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Ah, den machen wir jetzt. Tschüss. 700 Stunden in Ark verbracht, na, lieber Mann, ey.
Sauber, komm, weiter. Oh, scheiße, da ist eine Chance. Aber er schafft. Ja, okay, das war wieder. Nein, geh weg, geh weg! Ist das geil! Wir leben gern gefährlich. Werf eine Brandbombe. Nein. Oder so. Ja, Ecken. Und die Lootboxes, also da haben wir jetzt derzeit drei verschiedene im Abo. Weil ich finde das ziemlich cool. Ich mag, dass man bekommt, man abonniert was. Ja. Das kostet irgendwie, glaube ich, 25 Euro oder so. Kriegt eine Box und man weiß nicht, was drin ist. Das finde ich ziemlich cool. Und da wollen wir dann halt, also mache ich ein Unboxing draus. Ja. Ja. Und das, und dann, was mir halt nicht gefällt, würde ich nicht sagen, aber so Kleinigkeiten, die dann meist nur rumstehen, das verlose ich dann halt. Und mit diesen Punkten kann man dann in dieser Verlosung mit einsteigen. Ja. Ja. Und damit dann halt auch die Zuschauer belohnen. Ja. Mhm. Manchmal sind da ziemlich geile Gimmicks drin. Zum Beispiel die Kings Lootbox jetzt von Februar. Da war eine Funko Pop Figur drin von Star Wars. Weißt du, was Funko Pop Figuren sind? Ja, die haben riesen Köpfe, oder nicht? Genau. Ja. Zwei Kissen von Star Wars, eine Star Wars Tasse und noch zwei andere coole Items, weißt du? Das sind. Ja. Das ist dann meist so im Wert von 60 Euro. Und willst du dich erstmal den da unten machen? Da ist der nächste. Ich weiß, mach den erstmal da unten. Aber falls du gleich rennen musst oder so, dann. Ja. Was wahrscheinlich. Runterspringen und links drücken. Diese Technik würde ich auch gerne kennen, können, so schnell aufzustehen. Ja, das ist ganz einfach. Ganz schnell aufstehen. Und kann ich da auch mitmachen? Becken sammeln? Wahrscheinlich. Ja, mit Sturmbändiger könntest du theoretisch, ja. Ja, aber eher nicht, ne? Ja, also du bist ja, ich sag mal, einer mit der vier Männern. Damit möchte ich dir halt die Supporter dann auch belohnen. Echt gut, ja. Zum Beispiel Cedric, der. Warte, ich kann ja mal gucken. Ich kann das ja mal zeigen. Currency System. So. Points. Ja gut, 4 Mann für Ecken TV ist erster mit ein paar Punkten. Cedric führt die Liste an. Ja. Nur 50 Punkte drunter kommt dann Pascal, also Crazy Clown. Und Henrik. Henrik, Alter, du alte Socke. Geil. 1555. Geiler Typ. Dann kommt Sean auch schon, also Lord Ryu, mit 1345 Punkten. Und 4 Mann 4 Ecken, also das heißt Fabian Janine sind auch mit 1330 gut dabei. Dann kommt Thomas Big T mit 925, Syren auch sehr gut dabei, 890. Ja, Jenny leider nur 730 und du hast 650. Echt? Ja, ich werde dann mal gucken, wie viele Punkte was dann kostet oder kosten wird. Ja. Weiß ich noch nicht so genau. Okay. Na, das heißt, man gibt dann bekannt, wir machen jetzt eine Verlosung. Und dann derjenige, der daran teilnehmen will, muss dann halt Ausrufezeichen Gimmi eingeben und dann verliert er dadurch Punkte. Okay. So. Ja. Ja. Und dann kann er aber am Gewinnspiel daran teilnehmen. Gute, ja. Gute Idee. Mhm. Und wie oft willst du das machen? Also für nächsten Monat kriegen wir jede Woche eine Box wahrscheinlich. Oder in 3 Wochen eine Box. Ja. Und das ist jetzt erstmal ein Abo für 3 Monate. Also mal gucken. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Werbung für machen. In den Loot-Chest-Foren und so, ne, darf man da halt Werbung für machen. Heute darauf hinweisen, dass man halt eine Verlosung macht und das natürlich dann auch auf unserem Twitch-Channel und YouTube-Channel verweisen. Ne? Ja, gut. So, wir müssen eine Entscheidung treffen. Das ist der einzige Weg nach draußen. Ja, aber soll ich es jetzt versuchen? Soll ich erst noch die armen Ritter? Das sind nur 2100. Okay, alles klar, ich hab verstanden. Yo. Jawohl! Aber oh. 2 Treffer. Das ging jetzt gerade sehr schnell. Möchtest du hier rufen? Rufen ist eigentlich. Willst du nochmal? Ich habe da, glaube ich, eine Abkürzung gesehen gerade. Schön! Jetzt hast du eine Abkürzung gesehen. Ich habe eben gerade eine Abkürzung gesehen. Mhm. Das ist, du hast ganz schön warme Händchen, mein Lieber. Bist du ein warmer Bruder? Das findest du raus, wenn der Stream aus ist. Nein, das zeig ich jetzt nicht. Die ganze Nacht.
Nein, das ist, weil ich so heißblütig bin. Mhm. Der Latino-Lover in mir. Latino-Lover. Genau, deswegen heißt er auch heißes Söckchen 87. Ja, genau. Also wenn einer mit Twitch-Chat schaut, heißes Söckchen 87, das bin ich. Jetzt trifft mir der Bogenschütze. Und zwar. Ja. Die Treppe hier, die können wir runterschmeißen. Die hier. Stimmt. Jetzt ist er. Ja, gut. Besser später als nie. Ja, genau. Ist nicht da, wo du gerade eben auch schon warst? Ja, ich will den einen mit dem Bogen schießen. Genau. Das sind, glaube ich, nicht, oder? Wegen der Mauer da oder was? Nee. So. Haben wir beide down? Was sind sie denn? Dead. Immer auf Dead. Ist ja immer. Keine Ahnung. Ja, 1,5 Stunden. Was willst du machen? Hallo? Ich als blutiger Anfänger. Wird geschimpft? Ja, dass wir seit 1,5 Stunden in diesem Gebiet hängen. Ja, dann ist das halt so. Ja, du. Ja. Wir mögen das Gebiet. Von nichts kommt nichts. Wir leveln halt hier gerade. Rufen macht jetzt gleich den Dicken. Zack. So. Das war ein Fehler von mir. Ja, könnte sein. Weil hier noch alle Monster sind, ne?